gut. Hallo, willkommen zurück zu Gostep. Kurzfristig mache ich die goldene Stunde über das thermianische Argument. Das ist ein sehr unhandlicher Begriff, wie ich mich gerade schon ausgelassen habe. Das englische Original ist The Thermian Argument. Und das ist ein Meta-Argument für Literaturkritik, welches 2015 geprägt wurde, dieser Begriff wurde 2015 geprägt von Dan Olson von Falling Ideas, den ihr vielleicht kennt, weil er kürzlich relativ explodiert ist mit seinem Video Line Goes Up, 2,5 Stunden über alles, was kaputt ist an Cryptocurrencies, extrem wert, dieses auch schon zu gucken. Anyway, dieses Video war kürzer, das ist so 5 Minuten lang, ich finde es ein spannender Begriff für ein spannendes Phänomen, was ich selbst sehr häufig beobachtet habe, deswegen wollte ich darüber reden. Spezifisch in diesem Fall an dem Beispiel The Time Traveler's Wife. Ich werde ein bisschen erklären, was das ist und warum und so und sehen wir. Genau, was ist The Time Traveler's Wife? The Time Traveler's Wife ist ein Buch von Audrey Niffeniger von 2003, welches dann verfilmt wurde als Film. Und welches jetzt kürzlich als Serie nochmal adaptiert wurde. Und es ist ein gutes Buch, es ist ein spannendes Buch, es ist gut geschrieben, ich kann es sehr empfehlen, das zu lesen. Es geht um einen Menschen, der heißt Henry de Tumble und der hat eine genetische Krankheit, die ihn zeitreisen lässt. Die Mechanik ist quasi, er kann das nicht kontrollieren, er springt einfach so randomly, wenn sein Adrenalin hochgeht oder manchmal auch einfach so, springt er halt ungewollt entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Und die Zeit, die vergeht, ist halt immer so O von Minuten, O von Stunden. Er kann nichts mitnehmen, er kommt nackt an, ohne Kleidung, ohne alles. Und es gibt zum Beispiel auch so Sachen wie, er hat ja keine Zahnfüllungen, weil wenn er eine Zahnfüllung gesetzt bekommt, dann reißt er in der Zeit zurück und dann bleibt die Füllung zurück und nur er weiß. Mit 28 in Chicago trifft er, also er ist Bibliothekar, und er trifft die 20-jährige Claire Ashier. Und Claire erklärt ihm dann, dass sein zukünftiges Selbst sie in ihrer Vergangenheit, seit sie 6 ist, über die letzten 14 Jahre also, besucht hat. Und sie ihn also sehr gut kennt. Und sie ist seine zukünftige Frau und sie werden heiraten. Und dann folgt die Geschichte, dieses Buch oder dieser Film oder diese Serie, folgt dann halt der Beziehung dieser beiden Menschen, die ihr euch vorstellen könnt, mit jeder Menge Vor- und Rückblenden und nicht linearen Erzählungsstrengen und sowas. Und hervorragendes Buch, wie gesagt, kann ich empfehlen, ist sehr spaßig. Aber es gibt eine Sache, die mich an diesem Buch stört, und das ist schon eigentlich so ein bisschen creepy, so einen zwischen 28 und 40 Jahre alten Mann, der irgendwie so eine 6-Jährige verführt, de facto. Und meine Kritik ist also, dass das Buch de facto das Grooming von Minderjährigen romantisiert. Meine Aussage ist also, diesen Aspekt dieses Buches hätte man in einer Adaption für das Jahr 2022 einfach mal weglassen können. Ich habe das in Kurz gesetzt, weil das ist jetzt nicht irgendwie kein absolutes so von der Kanzel, sondern das ist so quasi meine Diskussionsvorlage. Da kann man jetzt irgendwie verschiedene Sachen darüber diskutieren, über dieses Ding. Man kann irgendwie diskutieren, dass das sei ja gar nicht Grooming, weil er wartet ja auch, bis sie volljährig ist, bis er mit ihr schläft und sowas. Und das ist so eine Diskussion, die man meiner Meinung nach gar nicht führen muss, weil die ist eklig und die will ich nicht führen und die werde ich nicht führen. Man kann sich darüber unterhalten, dass dieser Aspekt dieses Buches aber eine wichtige narrative und thematische Funktion erfüllt, weil es halt irgendwie dann darum geht, wie ist das, wenn man seit seiner Kindheit sich so sehr orientiert und seine ganze Identität aufbaut an dieser Beziehung mit diesen Menschen, den man eigentlich nicht kennt. Aber auch das ist eine interessante Diskussion, aber auch das ist nicht die Diskussion, die ich heute führen will. Man kann diskutieren, dass wenn das Universum deterministisch ist, dann existiert ja kein freier Wille und dann kann man also auch nicht moralisch verwerflich verhandeln und so. Und auch das ist eine interessante Diskussion. Das ist die Diskussion, die das Buch will, dass wir sie führen. Und das ist auch eine Diskussion, die man führen kann. Aber das ist nicht die Diskussion, die ich heute führen will. Die Diskussion, die ich heute führen will, ist das thermianische Argument, das Thermian Argument. Und das geht, in diesem spezifischen Beispiel geht das so,
dass wir Regeln etabliert haben, für wie Zeitreisen funktionieren in diesem Universum. Und anhand dieser Regeln ist es gezwungen, er kann da nichts. Also er kann sich ja nicht aussuchen, wie er Zeit reist. Das Universum ist deterministisch. Das sind die Regeln, die wir gesetzt haben. Und unter diesen Regeln, die wir etabliert haben, muss das so stattfinden, weil alles andere wäre da irgendwie Plot Hole, so funktioniert das halt, diese Zeitreise. Und also ist das alles gar nicht so problematisch, weil geht ja nicht anders. Ne? Weil sind halt die Regeln. Interne Logik dieses Buches, dieser Welt, schreibt es vor, dass das so passieren muss, weil so funktioniert der Zeitreise. Das heißt, abstrakt ist das Fermian Argument ist eben, man weiß die Kritik eines problematischen Aspektes eines Buches oder eines Werkes, eines Textes zurück mit dem Argument, die In-Universe-Regeln sagen aber, dass das so sein muss. Das ist so das abstrakte Argument. Das abstrakte Argument ist, wann immer jemand kommt und sagt, ich finde folgenden Aspekt, folgende Geschichte problematisch, sagt irgendwer, ja, aber so sind halt Orks. Orks sind halt Mörder, die rumlaufen und Frauen vergewaltigen oder, ne, oder historische Accuracy, ja, wir wollen keine Schwarzen in unserer Fantasiewelt und so. Das ist das abstrakte terminische Argument, darüber reden wir jetzt. Und wie gesagt, Dan Olson von Folding Ideas hat das 2017 gekriegt. Ich verlinke mal das Video. Es ist ein spannendes Video, 5 Minuten lang, kann man sich mal anschauen. Ist auch auf der Homepage verlinkt, also auf der Homepage. Okay, wenn das das Argument ist, dann schauen wir uns mal kurz an, was die Zeitreiseregeln sind, die in diesem Buch vorgeschrieben sind, die quasi beschrieben werden. Das Buch hat Regeln, so wie die meisten Zeitreisen, halt Sci-Fi. Sci-Fi kommt meistens mit Regeln. Grundsätzlich ist die Zeitreisemechanik ist, es gibt von Minute Physics ein Video, was ich sehr gut finde, wo sie fiktive Zeitreisemechaniken klassifizieren und sagen, das sind irgendwie die Art und Weise, wie Zeitreise in Fiktion so funktionieren kann, mit Kausalität und so und Grandfather Paradox und so. Und in dieser Taxonomie benutzen wir eben die Harry Potter Zeitreise. Das heißt, wenn ihr Harry Potter gelesen habt, wisst ihr, wie Zeitreise hier grundsätzlich funktioniert. Man kann zurückreisen in der Zeit, aber es existiert quasi eine objektive Zeit-Timeline, das ist, was passiert. Und wenn man zurückreist, dann sind halt mehrere Leute da, mehrere Kopien von einem selbst da und die machen halt, was sie machen, aber man kann halt nicht ändern, was passiert ist, weil es existiert eine objektive Timeline. Ne? Man kann irgendwie sagen, ich will Hitler töten, aber man weiß, dass Hitler nicht gestorben ist. Ergo weiß man, dass man versuchen würde, loszugehen, zu Hitler zu töten, dann würde man von einem Ort überfahren werden oder irgendwas würde passieren, weil man kann ja Hitler nicht getötet haben, weil er lebt ja, hat ja gelebt. Und so schließen wir also quasi Paradoxen aus, indem wir de facto sagen, es existiert einfach kein freier Wille in der Zeit. Ne? Du bist zeitgereist, du kannst nichts ändern, die vorgegebenen Ereignisse, von denen du weißt, haben so stattgefunden, ergo kannst du nicht mehr ändern, ergo bist du da nicht frei. Henry hat, wie gesagt, keine Kontrolle, wohin er reist und wann er reist und wie er reist. Es existiert so ein bisschen so, wenn er gestresst ist, reist er. Und es existiert so ein... ich glaube, das ist nicht der Grund, genau. Eine andere Regel ist, er muss den Ort, an den er reist, vorher besucht haben. Und das ist etwas, wie das Buch erklärt, dass der ältere Henry, der Claire besucht als Kind, sie schon kennt, weil sie wächst halt auf als reiche Tochter, als Tochter einer wohlhabenden Familie auf einem isolierten Anwesen, zieht dann, wenn sie erwachsen ist, nach Chicago, trifft dort Henry, nimmt ihn mit zu ihrer Familie, stellt ihn vor, dann war er auf dem Anwesen, ab dann kann er auf diesem Anwesen zeitreisen und zu diesem Anwesen zeitreisen. Aber dadurch ist zwangsläufig, wann immer er zu diesem Anwesen zeitreist, wann immer er also die junge Claire trifft, hat er Claire schon getroffen, weil das alles nur passieren kann, nachdem er in seiner eigenen subjektiven Zeit-Timeline einmal da gewesen ist. Ist das halbwegs klar, wie das gemeint ist? Cool. Das heißt, der Zeitpunkt, zu dem er reisen kann, ist im Allgemeinen so seine Lebenszeit. Eine Mechanik, die beschrieben wird, ist, wichtige Zeitpunkte passieren, haben eine Anziehungskraft, so Gravitation. Das heißt zum Beispiel, dass es irgendwie 30, 40 Kopien von ihm gibt, die den Tod seiner Mutter beobachten und so. Weil das ein wichtiger, traumatischer Aspekt seines Lebens war und dadurch reist er da sehr häufig hin. So Dinge. Und deswegen besucht er auch Claire so häufig, weil sie halt
quasi wichtig und zentral für sein Leben ist. Deswegen besucht er sie. Und dann wird so ein bisschen so handwaved mit Genetik und sowas, weil wir wollen für die Story, dass er irgendwie das erste Date seiner Eltern beobachten kann und so und auch in seine Zukunft reisen kann, nachdem er nicht mehr lebt und so. Und deswegen handwaven wir so ein bisschen so mit Genetik, weil es ja eine genetische Krankheit, dass er irgendwie ja mit seinen Verwandten und so und direkt hinein und dann geht das irgendwie auch so ein bisschen. Aber passiert halt seltener. Und das ist relativ typisch, es sind irgendwie, die Regeln sind nicht super hart. Wir benutzen so ein bisschen Handwaving, um irgendwie zu justifizieren, was wir in dieser Story tun wollen. Aber so grundsätzlich ist das so, was passiert. Das sind so grob die Regeln, die dieses Buch hat. Right? So. Und wenn wir jetzt verstanden haben, wie Zeitreise funktioniert, können wir jetzt kritisieren, das thermianische Argument zu sagen, auf Basis dieser Regeln, das ist, was ich jetzt gerade versucht habe zu erklären. Ist so, auf Basis dieser Regeln können wir jetzt verstehen, warum wir sagen können, naja, unter diesen Regeln muss er aber halt Claire besuchen, weil es hat halt einen gewissen, es hat halt eine Anziehungskraft auf ihn, auf seine unbewusste Zeitreise. Deswegen kann er da nichts gegen tun, sie zu besuchen. Und wenn er sie besucht, dadurch, dass er weiß, dass sie heiraten und er weiß, dass sie heiraten, kann er auch nicht verhindern, dass er mit ihr interagiert, weil freier Wille existiert ja nicht und so. Und so verstehen wir irgendwie, wie die Zeitreisemechaniken zusammengefügt werden können. So, deswegen muss das so passieren, deswegen muss der unter diesen Regeln Claire groomen. Right? Die Kritik daran ist, dass das Problem mit dem thermianischen Argument ist, dass es darauf auf der Idee beruht, dass diese Regeln unveränderbar sind. Dass wir an diese Regeln irgendwie gebunden sind. Aber stellt sich raus, irgendwie Zeitreise ist fiktional, Zeitreise existiert gar nicht. Da hat sich die Autorin hat sich halt hingesetzt und hat sich so Regeln ausgedacht. Und hätte sie sich halt andere Regeln ausdenken können. Wir wollen immer noch, dass die Regeln in sich halt nicht konsistent sind, weil das zu einer guten Story gehört, dass wir irgendwie versteht, dass der Leser versteht, wie die Regeln funktionieren, damit man auch vorhersagen kann, was passiert und sowas. Aber selbst intern konsistente Regeln gibt uns immer noch einen großen Spielraum. Den wir ändern können, und wenn wir nicht wollen, dass dieses Element in dieser Story ist, um diese Regeln anzupassen, sodass wir dieses Element nicht einbauen müssen. Und jetzt kann man sich überlegen, angenommen, ich möchte jetzt also dieses Buch in 2022 adaptieren, angenommen, ich bin irgendwie der Producer dieser Fernsehserie und ich fühle mich unwohl damit, ich will aktiv diesen Aspekt nicht in meiner Adaption mit übernehmen. Was kann ich machen? Wie kann ich diese Regeln ändern, sodass ich das nicht muss? Und meiner Meinung nach gibt es eine relativ einfache Änderung dieser Regel, die dazu führt, dass man das nicht muss. Und die ist hier fett gedruckt, was man nicht gut sieht. Und das ist, wir ändern einfach diese Regel mit seiner Zeit. Die Zeit, zu der er springen kann, ist so plus minus seine Lebenszeit. Ändern wir zu, Henry kann keine Zeit besuchen, die vor seinem ersten Besuch eines Ortes liegt. Sprich, er kann zwar zu dem Haus von Claire time traveln, aber er kann das nur tun, zu Zeitpunkten, nachdem er in seiner subjektiven Timeline das erste Mal da war. Right? Das ist meine Meinung ist, das ist eine relativ simple Änderung dieser Regeln, die basiert auf Präzedenz. Wir haben bereits Regeln zu, er muss da schon mal gewesen sein, wir haben Präzedenz zu Genetik und so. Wir behalten irgendwie Handwaving für Genetik bei, weil wir weiterhin dieses, wie er mit seinen Eltern und sowas versuchen haben wollen. Aber so grundsätzlich schließen wir damit aus, dass er die Kinder Claire besuchen kann, weil subjektiv er erst auf diesem Anwesen war, nachdem sie bereits erwachsen war. Das heißt, durch eine relativ einfache, immer noch intern konsistente Anpassung dieser Regeln können wir die Regeln so ändern, dass wir dieses Element nicht nur nicht brauchen, sondern wir können es aktiv ausschließen mit unseren Regeln. So, und dann müssen wir den Plot ein bisschen anpassen, aber wir können ihn größtenteils übernehmen. Wir haben immer noch dieses, sie wächst irgendwie abgelegen auf und so, und sie zieht dann als Erwachsene in die Stadt, das behalten wir bei. Dann trifft sie aber den Henry erst als Erwachsener, aber sie trifft immer noch den älteren Henry, der immer noch 10 Jahre älter ist als sie. Dann verliebt sie sich und trifft irgendwann ihren zeitgenössischen Henry und so, und der kennt sie dann wieder nicht, und dann passiert alles genauso. Das heißt, so mehr oder weniger passiert alles mehr oder weniger genauso, verschieben nur alles 10 Jahre nach hinten. Ist so mehr oder weniger die Aussage. Das heißt, wir ändern zwar die Regeln, um dieses Element nicht drin zu haben, aber die meisten Aspekte dieses Buches, die meisten Aspekte des Plots, die meisten Thematiken des Buches, können wir mehr oder weniger eins zu eins weiter so behandeln, wie wir sie vorher behandelt haben. Und da, wie gesagt, der Henry ihr Familienhaus noch nicht besucht hat, bevor sie erwachsen war, haben wir eine konsistente In-Universe-Erklärung, warum er nicht, denn ein Kind wird. Das ist gut.
weil genau, es ist grundsätzlich immer dieser Versuch, mit interner Konsistenz der Fantasiewelt problematische Elemente des Plots zu rechtfertigen. Aber Fantasiewelt ist fiktiv, Regeln können beinahe beliebig verändert werden. Ich meine, das ist jetzt so ein richtig harmloses Beispiel. Das ist so ein, bevor wir das Buch veröffentlichen, ändern wir die Regeln. Aber Autoren sind auch meistens super fancy, super fein und okay damit. Etablierte Regeln der Welt, ich meine, Buffy the Vampire Slayer, es gibt genau einen Vampire Slayer und diese Regel hält genau eine Season oder so und dann stirbt sie nämlich das erste Mal und eine zweite kommt und dann kommt noch mehr und so. Autoren sind im Allgemeinen relativ okay damit, Regeln auch umzuwerfen, selbst wenn sie etabliert wurden, wenn sie glauben, dass das ihrer Geschichte passt. Das heißt, so grundsätzlich, was ich versucht habe jetzt zu zeigen an diesem Beispiel ist, selbst relativ kleine Änderungen können bereits problematische Elemente ausschließen und deswegen funktioniert dieses Kernianische Argument einfach grundsätzlich nicht. Ja? Weil wenn wir in der Lage sind, durch Änderungen der Regeln, womit wir fein sind, diese Elemente loszuwerden, dann können wir also nicht sagen, diese Elemente müssen da drin sein, weil die Regeln das sagen. So. Und das ist das Meta-Argument über das Kernianische Argument. Und nur um das nochmal kurz zu betonen, das schließt natürlich nicht aus, dass es andere Gründe gibt. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, man kann viele Dinge über dieses Buch diskutieren, viele Dinge über diese Kritik diskutieren. Ich beziehe mich hier einzig und allein auf die spezifische Kritik. Die Regeln von Zeitreise sagen aber, das muss so passieren, ergo muss das so passieren. Wir können uns auch noch unterhalten über die narrative Funktion, die das hat. Wir können uns darüber unterhalten, dass man auch Willens in seiner Geschichte haben muss. Wir können uns über viele Dinge unterhalten. Aber halt dieses spezifische Argument zu sagen, so, ist halt einfach ungültig und ist halt einfach auch nur dazu da, Kritik abzuschalten, weil halt natürlich mit dem Argument du grundsätzlich quasi, so jede Literaturkritik ist immer eigentlich eine Kritik an den Entscheidungen, die Autoren getroffen haben, weil Geschichten sind mutable, das heißt, wir kritisieren nie die fiktive Welt intern, sondern immer die Entscheidungen, die der Autor getroffen hat und den Einfluss, den das hat auf unsere Welt quasi. Und ich habe mich gerade verrannt. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt abschließen wollte, aber das ist auch egal, weil ich bin vorbei. Fragen! Achso, ich habe die Folien sind online, ich habe das Video verlinkt von Dan Olsen, ich habe das Video von Annette Physics verlinkt. So, Fragen. War das also alles zu schnell, zu viel, zu blä oder ist einfach alles zu offensichtlich? Also, wie funktioniert die Zeitreise dann? Wenn er dann in die Vergangenheit reist, kann er dann nicht von dem Ort weg, wo er hinreist? Ich meine, in der Geschichte, so wie sie da ist, kann er von dem Ort schon weg. Er kann sich schon bewegen. Und in der Praxis ist aber die Zeit, die er da hat, sehr begrenzt ist. Wie gesagt, wir reden irgendwie so von so ein paar Minuten bis zu wenige Stunden, irgendwie so 2-3 Stunden. Dadurch ist irgendwie so, ja, er kann in der Theorie, kann er irgendwie, so, in meiner Modifikation kann er das immer noch. Das heißt, ja, in der Theorie könnte er sich entschließen, sich aktiv entschließen, sie zu suchen. Das widerlegt meiner Meinung nach trotzdem das Argument, weil er muss es ja, er kann sich auch einfach entschließen, es nicht zu suchen. Ja, er landet da nicht automatisch. So, genau, er landet da nicht automatisch und es ist zumindest ein deutlich schwächeres Argument zu sagen, so in dem Augenblick, in dem er sich halt in ein Auto setzen muss, zumal er for the record auch in dem Buch wird erklärt, dass er nicht im Allgemeinen nicht Auto fährt und im Allgemeinen nicht Zug fährt und im Allgemeinen nicht fliegt, weil er dieses Problem hat, dass er in diesem Auto sitzt und dann zeitreist er und dann landet er in 1980 mit 30 Stundenkilometer und landet in der Wand. Dann ist es flat und ist weg und das will er nicht. Und deswegen vermeidet er das grundsätzlich überhaupt, irgendwie sich in Autos und was reinzusetzen. Das heißt, ja, an sich kann er den Ort verlassen, natürlich kommt er da weg, aber offensichtlich ist die Flexibilität deutlich reduziert durch all diese Aspekte. Aber guter Punkt, habe ich bisher noch nicht drüber nachgedacht. Also Entscheidung, ob sich entscheidet, ob er in die Vergangenheit oder die Zukunft reist, oder ist es, also weil wenn zum Beispiel gesagt wird, dass er ungefähr die Hälfte der Zeit in die Vergangenheit reist und plötzlich jetzt aber ein großer Teil der Vergangenheit für ihn blockiert ist, dann wird es ja einfach verdammt voll in der Vergangenheit, die er noch übrig hat. Das Buch macht, hält euch was. Das Buch was das Buch darüber sagt, ist im Wesentlichen,
wie gesagt, es reduziert das auf dieses wichtige Elemente haben einen Pull. Und das ist auch irgendwie so eine Sache, so ein bisschen so, wie gesagt, die Regeln sind nicht fixiert. Das heißt, es existiert so eine semi-unterbewusste Sache, dass er zum Beispiel auch in dem Buch, weil das halt narrativ so sinnvoll ist an der Stelle, passiert das halt auch, dass er mehrfach hintereinander zum gleichen Zeitpunkt reist oder dass er er reist während seiner Hochzeit, ich spoiler ein bisschen, während seiner Hochzeit zu Zeitpunkten, zu einem spezifischen Zeitpunkt in der Zukunft, wo er seine Ehe mit Claire leidet, um zu klären, ob er sie wirklich heiraten sollte oder ob es sich eigentlich scheiße für sie sind. Ja. Weißt du, so Dinge? Sein Argument ist halt so ein bisschen so, das hat schon kein geiles Leben. Und ich will auch nicht zu viel spoilern, aber ich sag nur, es wird gesagt, es ist unbewusst, er hat darüber keine Kontrolle, gleichzeitig scheint aber implizit so ein bisschen so ein, wenn irgendwie sein Gehirn irgendwo klebt, seine Gedanken irgendwo kleben, scheint es wahrscheinlicher zu sein, dass er da auch hinreist. Aber meine Meinung ist halt so, wenn man halt, also ich weiß nicht, ob ich adäquat rüberbringe, wie sehr Regeln Handwave werden. Weißt du, so nach dem Motto so, ja, das kann man jetzt irgendwie bringen als Argument und ja, vielleicht macht das irgendwie Dinge kaputt, aber dann weiß man nicht. Da redet man halt nicht drüber und whatever. Und dann ist es halt ein Plothole, aber solange es halt niemand macht, ist es auch egal. Also wenn du verstehst, wie ich das meine. Ich möchte
oder diese Serie zu schauen und